Übrigens, schönen Nachmittag, falls Sie sich jetzt zugeschaltet haben. Sie können die dringliche Debatte zur Teuerung bis zum Ende hier live in ORF3 mitverfolgen. Und am Wort ist die NEOS-Klubobfrau Beate Meindl-Reisinger. Moment, Frau Klubvorsitzende, ich habe erwartet, dass das kommen wird und darf Ihnen sagen, warum ich beispielsweise bei der Rede von Kollegen Wöginger, der den Wiener Bürgermeister als Sheriff von Nottingham bezeichnet hat oder der SP einen Eiertanz vorgeworfen hat oder bei der Formulierung von Herbert Kickl, der gesagt hat, dass eine zur Verfügung gestellte Formulierung durch einen Dritten ein Ausdruck von Dummheit sein könnte, keinen Ordnungsruf erteilt habe, weil ich den Grundsatz vertrete, dass immer dann so einer zu erteilen ist, wenn jemand hier persönlich unter der Gürtellinie angegriffen wird, erstens. Und zweitens gibt es gewisse Wörter, die automatisch zu einem Ordnungsruf führen, nämlich, Sie wissen, Heuchelei, Scheinheiligkeit und so weiter und so fort. Und ich bin insgesamt auch ein Freund einer emotionalen Debatte. Wenn jemand nicht brennt im Innern für sein Thema, wenn er hier emotionslos vorträgt, dann ist er in der Politik oder Sie eigentlich nicht richtig am Platz. Bitte, Frau Klubvorsitzende. Sagt der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer und am Wort ist jetzt Beate Meindl-Reisinger von den NEOS. Erlauben Sie mir ganz kurz zu Beginn, anschließend an diese kurze Abhandlung zum Thema Ordnungshof, wenn ich hier Führungen durchs Parlament mache, durchs Hohe Haus und dann hier im Plenarsaal bin, das ist immer eine der drängendsten Fragen der Bürgerinnen und Bürger, wie denn das ist mit den Ordnungsrufen, was für Konsequenzen es denn eigentlich dann habe. Ich sage dann immer allen Bürgerinnen und Bürgern, schauen Sie bitte selber nach in der Liste, welche Personen hier im Haus die meisten Ordnungsrufe gehabt haben und schließen Sie Ihre eigenen Schlüsse, ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Und besonders interessant für die Bürgerinnen und Bürger ist immer die Frage dieser Liste der Namen, der Wörter, für die man automatisch einen Ordnungsruf bekommt. Ich glaube, wir werden die dem jetzt mal online stellen, weil es ist doch war manches auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, Herr Präsident, wie ich meine. Ich komme aber jetzt zur Sache. Seit Monaten weisen wir darauf hin, dass unser Land nicht gut dasteht, nicht gut durch die Krisen gekommen ist. Das beginnt bei der Corona-Krise und entgegen dessen, was der Herr Klubobmann hier immer von der ÖFPÖ her immer schwadroniert, von der Einheitspartei, wissen Sie ganz genau, dass wir NEOS sehr kritisch waren, diesem Auf und Zu und den vielen Lockdowns und denen nie zugestimmt haben, weil wir immer auch im Auge gehabt haben, die Balance zwischen gesundheitlichen Folgen, wirtschaftlichen Folgen und sozialen Folgen bis hin zur Frage der psychischen Situation der Kinder und Jugendlichen in der Schule. Also lassen Sie sich da nichts einreden, das ist einfach falsch, was der Herr Klubobmann hier sagt. Aber Österreich ist nicht gut durch die Krise gekommen. Weshalb, Herr Bundeskanzler, es auch erfreulich, aber nicht überraschend ist, dass letztes Jahr eine Art Aufholjagd in der Wirtschaft stattgefunden hat und letztes Jahr das Wachstum durchaus erfreulich war, weil es eben bei uns im Vergleich zu anderen europäischen Ländern durch diese langen Lockdowns tatsächlich auch überdeutlich eingebrochen ist. Jetzt ist dieses Wachstum, diese Aufholjagd aber letztes Jahr zu einem jähen Ende gekommen. Und man muss es an der Stelle sagen, es ist nicht die Entscheidung Österreichs gewesen oder Europas gewesen, Deutschlands, Frankreichs oder sonst irgendjemandes, auch nicht die Entscheidung der OMV und schon gar nicht die der Energiekunden, dass Russland einen Überfall auf die Ukraine begonnen hat und damit einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet hat und schon Monate davor begonnen hat, Gas, Energie, aber insbesondere Gas als Waffe einzusetzen, damit Europa in die Knie zu zwingen, nur ja nicht sich auf die Seite der Ukraine zu stellen, weil wir erpressbar sind und hat die Preise in die Höhe getrieben. Also das ist sozusagen etwas, das ist außerhalb des Einflussbereichs, aber was nicht außerhalb des Einflussbereichs ist, ist die Frage, wie gehen wir jetzt um mit dieser Teuerung? Und hat die Bundesregierung diese Teuerung nicht noch befeuert? Und jetzt komme ich zu dem, was ich auch seit Monaten sage. Es hat angefangen in der Corona-Zeit, als verkündet wurde vom damaligen Finanzminister Gernot Blümel. Ich kann mich noch an die Überschrift erinnern, bei einem Interview in einem Magazin, wo er gesagt hat, euch wird gegeben werden. Also das Fühlhorn wurde ausgepackt, koste es, was es wolle. Das war die Doktrin der Bundesregierung dabei, sich quasi zu entschuldigen für die wirtschaftlichen Schäden, die entstanden sind durch die Lockdowns. Und es wurde eine derartig expansive Förderungspolitik, die Gießkanne ausgepackt, von der wir wissen,
von der wir wissen mittlerweile, das ist schwarz auf weiß bestätigt, dass es zu massiver Überförderung geführt hat. Doch was haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht als Erkenntnis daraus? Sie haben weiter die Gießkanne ausgepackt und haben in den vergangenen Monaten, als die Inflation in immer lichtere Höhen geklettert ist, diese Inflation auch noch weiter befeuert, indem Sie Geld ausgegeben haben, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von heute und auf Pump von morgen, als gäbe es kein Morgen. Und das Resultat ist, dass die Inflation in Österreich 2 bis 2,5% höher ist, als sie das sein müsste, auch im europäischen Vergleich, durch Ihre fiskalischen Maßnahmen. Durch Ihre alleinigen fiskalischen Maßnahmen. 20% Inflation kumuliert ist zustande gekommen über die vergangenen Jahre. Und das ist natürlich ein enormer Wohlstandsverlust für unser Land und ein Riesenproblem, gerade für die Schwächsten, ökonomisch Schwächsten in unserer Gesellschaft, die sich tatsächlich den täglichen Einkauf nicht leisten konnten. Da hätten Sie unterstützen müssen. Genau dort, bei den Schwächsten Menschen in Österreich, Haushalten in Österreich, die unterstützen, damit sie gut durch die Krise kommen. Aber nicht die Gießkanne auspacken, dass wir Steuerzahler einander uns gegenseitig die Strom- und Gasrechnung subventionieren. Vielleicht an der Stelle auch ein kurzer Einschub. Es sind jetzt sehr viele Maßnahmen heute, die da vorgeschlagen werden, von Preisdeckel über Mehrwertsteuersenkung. Und manches klingt ja auch wirklich sehr gut. Und übrigens, bei vielem wäre ja auch die FPÖ dabei, apropos auch wieder Einheitspartei. Gerade bei diesem Geldausschütten mit der Gießkanne waren sie auch immer dabei. Wo sie auch gerne dabei sind, ist zu schreien, so wie die Sozialdemokratie, nach einem Preisdeckel. Ihr großes Vorbild, Herr Kickl, ist ja der Viktor Orban. Jetzt schauen wir uns einmal dort an, wie seine Politik des neuen illiberalen Posterboys in Europa so funktioniert. Ungarn hat den Weg gerade vor der Wahl, warum vor der Wahl, gewählt und hat Preisdeckel eingeführt. Mit welchem Ergebnis? Die Inflation in Ungarn liegt bei 25%. Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten um bis zu 45% teurer geworden in Ungarn. Das ist also Ihr Beispiel, das ist Ihre wirtschaftspolitische Vernunft. Dann gute Nacht, Österreich. Wo hätte der Staat tatsächlich eine Verantwortung, nämlich eine wirkliche Teuerungsbremse einzuziehen, und zwar bei den eigenen Ausgaben, aber vor allem auch in dem Bereich, wo der Staat auch selber Einfluss nehmen kann, bei den eigenen Gebühren, bei den eigenen Preisen, wie zum Beispiel den ÖBB-Ticketpreisen. Und da sind ja auch die Blauen jetzt in drei Landesregierungen, natürlich auch bei den großteils im Staatseigentum befindlichen Landesenergieversorgern. Schauen wir uns einmal die an. Ne? Es wird ja oft gesagt, na, diese böse Liberalisierung der Energiemärkte, die privaten Unternehmen, die hier abcashen. Wo sind denn diese privaten Unternehmen, wenn ich schaue nach Niederösterreich mit der EVN oder nach Salzburg zur Salzburg AG oder zu den ganzen anderen Landesenergieversorgern, die teilweise im hundertprozentigen Eigentum des Landes sind. Das ist ein Körperlgeld für diese Landespolitiker, für die Landesregierungen, die sich damit den Übergewinnen sehr wohl ihre Budgets sanieren, damit sie wieder dann gnädigst die Untertanen mit weiteren Gutscheinen und Boni füttern können. Wo ist denn da Ihre Politik der Preisbremse? Wo ist der Druck, dass Sie endlich die Landeshauptleute hier auch an die kurze Leine nehmen und sagen, so eine Preissetzung wollen wir nicht bei dem Bereich, den wir hier selber auch festlegen können. Das wäre mal eine Politik, die wirklich allen Menschen in den Ländern zugute kommen würde. Und der dritte Bereich betrifft einen Bereich, der mir auch sehr wichtig ist, und das ist die Frage, die jetzt auch Expertinnen und Experten sehr oft besprechen, das sind ja die sogenannten Zweitrundeneffekte. Nicht? Die Kaufkraft ist ja Gott sei Dank nicht so gesunken, aber es ist natürlich auch eine Frage von Einmalzahlungen. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ein Thema ist ja wirklich, wir wollen nicht, dass die Österreicherinnen und Österreicher solche enormen Reallohnverluste hinnehmen. In Zeiten von steigenden Preisen sollen die Menschen auch von ihrem eigenen Einkommen mehr haben, damit sie sich mehr leisten können. Daher haben wir immer betont, wir wollen auch, dass es entsprechende Lohnabschlüsse gibt. Und das ist die große Frage für die nächste Runde auch im Herbst. Auch da gibt es ja jetzt manche Ökonomen, die warnen und sagen, bitte eine Lohnzurückhaltung. Ich finde das nicht in Ordnung. Die Menschen wollen, also haben sie wirklich nicht verdient, dass es dann auch noch eine Lohnzurückhaltung gibt. Aber auch hier kann der Staat was machen. Weil Kosten sind Kosten beim Arbeitgeber. Warum unterstützen
unterstützt man nicht höhere Löhne und Einkommen mit mehr Einkommen, besser Auskommen, indem man das, was die Kosten in die Höhe treibt, nämlich vor allem die Lohnnebenkosten, cuttet, kürzt oder übernimmt. Das ist ein Weg, wie die Menschen mehr im Geldbörsel haben und der Staat bei sich selber spart und den Gürtel enger schnallt, wie ich auch der Meinung bin, dass die Steuern insgesamt auf Löhne und Einkommen viel zu hoch sind in Österreich, 47%. Und es kein Wunder ist, wenn am Ende des Monats auch die, die hart arbeiten, Leistung zeigen. Und sie sagen immer, Leistung muss sich lohnen. Aber es lohnt sich eben nicht, wenn 47 Euro von 100 Euro, die ich mehr verdiene, einfach abgeknipst werden. Ein letztes noch, meine Redezeit ist schon fast vorbei. Die Energiepreise. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass es auch aus sicherheitspolitischen, aber aus wirtschaftspolitischen Gründen notwendig ist, sich endlich vom russischen Gas, von der russischen Gasleine zu befreien. Es ist auch für die Preise besser, wenn wir diversifizieren, mehr Wettbewerb hier ermöglichen. Wie schaut es denn aus mit der Strategie der Bundesregierung zur aktiven Diversifizierung, wie das so schön heißt? Ich höre da Vorschläge von der Energieministerin, die will einen Teil der OMV verstaatlichen. Was ist mit den Vorschlägen, die schon länger am Tisch liegen, zum Beispiel auch von ihrer eigenen ÖBAG mit einer Gaskoordinierungsstelle, die dafür Sorge trägt, dass wir mehr Gasquellen erschließen, damit langfristig die Wirtschaft die Sicherheit hat, dass die Energieversorgung gedeckt ist und auch die Menschen und auch langfristig die Preise sinken. Sie können sich nicht einigen und das ist eine Schande in so einer Zeit. Wir brauchen nämlich eine Regierung, die Leadership zeigt und jetzt endlich Taten setzt, auch in diesem Bereich. Danke. Die Regierung habe mit der Gießkanne die Inflation noch weiter befeuert, kritisiert Neos Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger. Die Lohnnebenkosten senken ist ein Maßnahmenvorschlag von ihr. Und